Wir spielen die Episode von Dragon Ball aus der Sicht von Vegeta. Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play, einem neuen Projekt. Heute, beziehungsweise jetzt in Zukunft auch erstmal mit Dragon Ball Sparking Zero. Das Hype-Spiel der letzten Tage und der Hype ist meiner Meinung nach gerecht geworden. Dieses Spiel ist wirklich einfach mega. Also ihr habt mit Sicherheit schon viele Videos davon gesehen und auch mittlerweile bestimmt auch selber gezockt. Ich habe ja auch ein, ja, ich sag mal, angezockt Video rausgebracht auf diesem Kanal und ich muss sagen, dieses Spiel bringt auf jeden Fall das Gefühl aus den alten Budokai Tenkaichi rein wieder, ich sag mal so, ins Leben. Also es ist echt Nostalgie-Feeling pur, muss ich sagen. Mega, mega cooler Spiel. Und ich dachte mir, ich bring's auf den Kanal mit dem klassischen Episodenkampf. Wobei klassisch ist nicht der richtige Ausdruck. Man muss wissen, die Episoden in Dragon Ball Sparking Zero sind anders als in den letzten Teilen. Ihr seht schon, man hat hier Son Goku, Vegeta, Son Gohan. Man spielt im Prinzip nur diesen einen Charakter in diesen Episodenkämpfen. Also wenn man wirklich denkt, man spielt klassisch, man hat mal Son Goku, man spielt mal mit Son Gohan, Piccolo. Ist nicht so. Wenn man Son Goku wählt, spielt man wirklich nur mit Son Goku. Und in dieser Let's Play-Reihe würde ich gerne einfach mal mit Vegeta anfangen und die ganzen Sagen, die ganzen Episodenkämpfe aus Sicht von Vegeta zocken. Ich hoffe, euch gefällt dieser Content und diese Art von Video. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn es euch gefällt, gerne auch in den Kommentaren schreiben, ob wir eventuell die nächsten Male dann eventuell auch dann Son Gohan, Piccolo, Freezer und zocken. Son Goku würde ich jetzt nicht machen, weil ich glaube, Son Goku ist ein bisschen ausgelutscht schon. Also mache ich privat natürlich auf jeden Fall gerne. Aber ich denke, Son Goku sollte mittlerweile ein bisschen, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber macht ja jeder schon. Deswegen, aus Sicht von Vegeta, genug gelabert. Wir gehen rein. Let's go. Ja, und ich bin echt gespannt, wo wir mit der Episode starten. Ja, natürlich, vermutlich bei der Saiyajin-Saga gegen Son Goku. Nachdem er gegen Son Goku verloren hat, macht sich Vegeta zum Planeten Namek auf, in der Hoffnung, ihre Dragon Balls. Ach so, wir starten also in Namek und gar nicht in der Saiyajin-Saga gegen Son Goku. Interessant. Allerdings wird Vegeta von Kiwi verfolgt, der ihn auf Freezers Geheiß töten soll. Aber schon bald macht sich Kiwi bemerkbar. Also wir kämpfen im Prinzip gegen Freezers Untertan und so weiter. Interessant. Vegetas Kampferfahrung auf der Erde hat seine Kraftstufe rein. Okay. Kiwi tut so, als würde er Vegeta ein Bündnis anbieten, aber er will Vegeta nur dazu bringen, seine Deckung fallen zu lassen. Interessant, interessant, okay. Also, als ich mit Son Goku privat gezockt habe, habe ich halt diese ganzen Kämpfe in Namek gar nicht gehabt, wirklich nur gegen Freezer. Es war halt sehr, sehr kurz. Also, das ist vielleicht so ein bisschen mangelhaft, muss ich ehrlich sagen. Die Episodenkämpfe sind wirklich mau, ne? Klar, man spielt nur Son Goku. Im Endeffekt, Son Goku hat im Namek wirklich nur 2-3 Kämpfe gehabt, wenn überhaupt. Kommt dem schon nah, aber ja. Ist okay. Okay, Vegeta ist wütend und wir wissen alle, was das bedeutet. Over 9000. So, okay. Der Kiwi sollte aber eigentlich kein Problem für mich sein. Bin mal gespannt, wie sich Vegeta spielen lässt. Ich habe ja die meiste Zeit eigentlich wirklich nur mit Son Goku gespielt. Mit Vegeta eigentlich noch gar nicht. Deswegen mal schauen, wie ich mit ihm hier so klarkomme. Aber bislang eigentlich ganz okay. Mal schauen. So, mal schauen, was er hier für Fähigkeiten hat. Und für Explosionsangriffe. Saiyajin-Geist und Explosionswelle, wahrscheinlich irgendeine Verteidigungsfähigkeit. Bam. Schöner Galaxstrahl jetzt hier nebenbei noch. Hat leider nicht getroffen. Machen wir mal Saiyajin-Geist. Bin ich dann gleich im Sparking-Modus? Nein, leider nicht. Schade. Oh,
mal, wir haben gerade ein Power-Up. Ah, sehr geil. Schöne Kombi gerade. Komm, wir gehen in den Sparking-Modus. Er ist auch im Sparking-Modus. Mal schauen, wie er damit umgeht. Bislang meine Gegner waren noch nicht allzu oft im Sparking-Modus, jetzt seitdem ich Sparking Zero zocke. Schmutziges Feuerwerk. Machen wir mal den super Finishing-Move. Und dann soll es das mit Kiwi gewesen sein. Sehr geil. Was für ein geiles Finish. Und das war's mit Kiwi. Sehr gut. So, wir haben Kiwi als Charakter freigeschaltet, den ich wahrscheinlich nie spielen werde. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt, ob wir auch gegen Freezer kämpfen werden, mit Sicherheit. Also ich werde jetzt nicht alles hier so vorlesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gerne haben möchtet. Soll ich vorlesen, die Texte, die Untertitel, oder soll ich einfach meine Schnauze halten und durchlaufen lassen? Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, mal werde ich ein bisschen was lesen, aber ja, vielleicht wollt ihr ja nicht meine Stimme die ganze Zeit durchgängig hören. Okay, also was der Plan von Freezer hier in Namek ist, das wissen wir natürlich. Will die 7 Dragon Balls für sich ergattern. Ach ja, Dodoria gab es ja auch noch. Holy moly, okay. Und dieser gegen diesen Grünling hat er ja auch noch gekämpft, ne? Wie hieß denn der nochmal? Sabon oder so, ne? Alter Schild, ich muss die Serie nochmal schauen. Das ist ewig her, als ich Dragon Ball geguckt habe. Ja, genau, Sabon. Mhm. Aber gegen Dodoria müssten wir eigentlich auch noch kämpfen. Kisama, naze Freezer-sama ni sakarao to suru? Ore wa ano Freezer tte yarou ga mae kara kiniranakatta nda. Okori takai Saiyajin wa hito ni meirei sareru no ga daikirai de ne. Kore made wa yatsu no chikara ni neji fuserarete yamu o ezu iinari ni natte ita ga. Hyonna koto kara eien no inochi o te ni ireraleru koto o shitta. Dragon Ball no koto da na. Was ich auch ein bisschen schade finde hier in Dragon Ball Spine Zero, dass die Episoden, die Cutscenes eher Standbilder-like sind. Also habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Es gibt sehr, sehr wenig Cutscenes. Es ist halt wirklich alles mit Standbildern präsentiert. Das hat so seinen Charme, ist doch okay, aber es ist zu viel. Und eigentlich zieht sich das die ganzen Episodenkämpfe über, dass das wirklich nur Standbilder gefühlt sind. Mehr Cutscenes, so wirklich epische und wirklich geil animierte Sequenzen, wie es halt auch damals gab, das wäre schon mega, ne? Das war schon immer ganz cool, aber ja, hat man hier halt leider an der falschen Stelle gespart. Nun gut. Das Wichtigste sind aber die Kämpfe, und die Kämpfe, muss ich halt ehrlich sagen, sind episch, die sind geil. Sind sehr, sehr schwer zu meistern, muss ich sagen. Gefühlt, habe ich jetzt auch von vielen gehört, ist es mehr Button-Smashing. Aber klar, anfangs kennt man sich mit dieser ganzen Steuerungsthematik und so noch nicht aus, was es für Techniken gibt. Aber ich denke, umso mehr man zockt, umso mehr weiß man auch, was man drücken muss. Und dann ist es weniger Button-Smashing, sondern wirklich taktisches Tastendrücken. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber mittlerweile drücke ich auch teilweise Tasten, wo ich wirklich weiß, das und das bewirkt diese Technik. Das ist halt schon echt ganz cool manchmal. Dingens Kanone. Finale. Was war das für eine Kanone? Okay, hat er das geblockt? Der hat kaum Schaden genommen. Ach ja, stimmt. Der transformiert sich ja auch in diesen ekligen Fetten. Können wir uns eigentlich auch schon transformieren? Weiß gar nicht. Es gibt übrigens auch What-If-Stories oder Gegebenheiten. Teilweise auch mitten im Kampfgeschehen. Die kann man sich im Pausenmenü angucken. Also für alle, die es nicht wissen, ich gehe mal kurz im Pausenmenü. Es gibt hier unter Kampfdetails teilweise Bedingungen,
die man erfüllen muss, um eine What-If-Story-Zweig zu erzeugen. Ich glaube, unter Kampfdetails ist das. In diesem Fall oder in diesem Kampf gibt es keins. Aber man müsste theoretisch in jedem Kampf in die Details mal reingucken, ob es einen Zweig gibt. Weil teilweise gibt es einen Zweig. Ich glaube, in der Son Goku-Saga gibt es einen Zweig, wo man schon in der Saiyajin-Saga gegen Vegeta als Super Saiyajin sich transformieren kann. Und das erzeugt dann, wie gesagt, einen weiteren What-If-Zweig. Habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte erstmal so die klassische Story durchzocken, aber ich denke, ich werde dann auch privat dann auch mal diese What-If-Zweige zocken. Und jetzt auch in diesem Let's Play mit der Vegeta-Saga oder Vegetas Sicht, die Episodenkämpfe, werde ich ganz normal in den im klassischen Episodenkampf gehen. Ne? Also so, wie es halt auch in der Serie ist, ohne irgendwelche What-If- Geschichten. So, Saban haben wir erledigt. Sehr, sehr geil. Vegeta kann den transformierten Saban nicht besiegen und nutzt die erste Chance zur Flucht. Ach ja, der konnte den ja erstmal nicht besiegen. Das hat er dann später gemacht. Er steht Freezers gesammelte Dragon Balls, bevor Krillin nachsetzt, um sich den letzten Dragon Ball zu holen. Vegeta wird schon bald von Saban gefunden, der ihm gefolgt ist. Krillin unterschätzt uns nicht. Na gut, solche Cutscenes sind schon wieder ganz cool. Die gibt es auch ganz selten mal. Aber wie gesagt, ganz oft sind es dann halt solche Standbilder. So, nochmal kämpfen wir nicht gegen Saban. Den hat er jetzt erledigt. Und dann kommt dieses Ginyu-Kommando, okay. Müssen wir jetzt auch noch gegen Ginyu fighten? Wahrscheinlich. Also nicht gegen Ginyu, sondern gegen Rikum. Okay, dann let's go. Ja, das war auch immer witzig, damals das anzuschauen, ne? Das Ginyu-Kommando. Ja, aber Vegeta hat ja keine Chance gegen das Ginyu-Kommando. Ja, Übertragung wurde eigentlich. Übrigens, ihr hört hier gerade originale Dragon Ball Musik. Das kommt aus dem Musikpack. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht Probleme bekomme wegen Lizenz und so. Aber, ja gut, ich bin jetzt nur ein kleiner Kanal. Denk mal, das wird schon passen. So. Ein Schlag. Gewonnen, sehr gut. Wunderbar. Ja, scheiße, zu früh. Ja, unter Wasser kämpfen hat auch einen Nachteil. Ich glaube, da lädt sich die Ki nicht so schnell auf. So, einmal nach oben mit dir. Ah, scheiße. Oh, verdammt. Ich glaube, ich sollte mal raus aus dem Wasser. Mir gefallen diese Wasserkämpfe nicht. So, scheiße. Auch dieses Teleportieren und so, ne? Das ist mega geil. Also diese Kämpfe sind wirklich episch. Okay, Rikum ist ein bisschen härter als Kiwi, merkt schon. Und auch als Saban. So, gehen wir mal in den Sparking-Modus. Let's go. Sparking-Modus ist halt schon echt OP, ne? Ich kann mir schon vorstellen, in Online-Kämpfen, wie sehr das ausgenutzt wird, die Scheiße. So, direkt mal Saiyajin-Geist. Und let's go. Sind jetzt gut im Nahkampf. Ich weiß nicht, was dieses zweite Symbol ist. Das erste ist klar, wahrscheinlich Nahkampfstärke erhöht. Das zweite, keine Ahnung, sagt mir jetzt leider nichts. Oh, schön. Scheiße, der blockt gut. Na, verdammt. Oh, scheiße, jetzt hat er mich. Fuck. Okay, jetzt haben wir ihn. Oh, er ist schon down. Gar nicht gemerkt. Richtig unspektakuläres Ende. Mit einem Schlag down gekriegt. Aber gut. Hab jetzt nicht auf die Gesundheitsanzeige geschaut. So, dann haben wir Rikum auch einmal. Er erledigt nicht, aber...
So, Son Goku ist da. Rikum überwältigt Vegeta mit seiner Stärke, ist klar. Doch in diesem Moment trifft Son Goku vom Planeten Namek ein und kämpft mit gemeinsam Rikum mit Leichtigkeit. Vegeta und die anderen essen Son Goku Senso-Bohnen und machen sich für den Kampf gegen das Ginyu-Kommando bereit. Vegeta verlässt das Schlachtfeld und sucht nach den Dragon Balls, die Captain Ginyu gestohlen hat. Das bemerkt Vegeta, dass Son Gohan und die anderen den Drachenradar benutzt haben, um die Dragon Balls als erstes zu finden. Er will Shenlong beschwören, seine beiden Gegner erledigen und dann seinen Wunsch aussprechen. Captain Ginyu, der seinen Körper mit Son Goku getauscht hat, trifft mit Jeez ein, um Son Gohan und Krillin anzugreifen. Ah, und dann kam Vegeta nochmal zurück? Weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, diese Szene. Ja. Wir gucken gleich in den Kampf mal, beziehungsweise in dem nächsten Kampf mit Vegeta, ob es in den Kampfdetails ein paar What-If-Zweige gibt. Werden wir nicht machen, aber schauen lohnt sich ja. Lohnt sich ja zu schauen, so. Hieß der nicht Porunga? Nicht Polunga? Ich bin in meiner Meinung, die hieß Porunga mit R. Okay. Porunga verschwindet, die Dragon Balls sind zu Stein und es erscheint Freezer. Ja, mal schauen. Okay, jetzt fighten wir anscheinend gegen Freezer. Als wir mit Son Goku gefightet haben, haben wir natürlich nur gegen Freezers finale Form gekämpft. In der Son Goku-Saga, sage ich mal, oder als Son Goku. Das war ein bisschen schade, man hat da wirklich in der Son Goku-Saga Freezer gar nicht in dieser Form gesehen, aber dann natürlich jetzt aus Sicht von Vegeta oder später dann vermutlich auch aus Sicht von Piccolo oder Son Gohan dann auch. Diese Sichten gibt es ja dann auch. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dann die anderen auch sehen möchtet, also sowas wie aus Freezers Sicht, aus Son Gohans Sicht und so weiter. Würde mich mal interessieren, ob ihr dieses Format so gerne sehen möchtet. Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Okay, jetzt ist sehr, sehr viel Standbildgelaber. Ihr merkt schon. Ja, Piccolo fusioniert mit Nell, klar, kämpft gegen Freezers. Zweite Form ist das ja dann, glaube ich. Und dann kommt schon die dritte. Okay, wir fighten also tatsächlich noch gar nicht gegen Freezer in diesen Formen. Dann vermutlich erst mit Piccolo und mit Son Gohan. Ja. Ach so, ja klar. Vegeta wollte ja von Krillin da erledigt werden, damit er stärker zurückkommt. Das ist ja die Stärke eines Saiyajins oder die wie sagt man, die Fähigkeit eines Saiyajins. Kurz vorm Tod kommen sie ja dann stärker zurück, wenn sie nahe dem Tode sind, so. Dann kämpfen wir jetzt doch anscheinend gegen Freezers finale Form. Denke ich mal. Okay, vermutlich letzter Kampf in dieser Namek oder Freezer Saga. Mal gucken, wie schwer Freezer jetzt sein wird. Also der schwerste Kampf war tatsächlich, und da werden mir vermutlich viele zustimmen, der Kampf gegen Vegeta Affe. Holy moly, war das ein Krampf. Ich muss gestehen, ich war nicht so verzweifelt, wie ich in den Kommentaren oft gelesen habe. Weil im Internet, Facebook und Co., da steht ja Katastrophe, dass man 10, 20 Versuche gebraucht hat. Ich habe, glaube ich, müsste ich lügen, glaube ich, 5, 6 Versuche gebraucht. Es war wirklich schwer, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht verzweifelt.
Das war aber wirklich der schwerste Fight bis jetzt. Mal gucken, was noch so kommt. Goku Schwarz soll wohl auch noch sehr schwer sein. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was für harte Gegner noch so auf uns warten. Freezer ist auch mittlerweile, oder bis jetzt auch ziemlich schwer. Okay. Oh, scheiße, hat mich erwischt. Let's go, Sparky-Modus. Ah, scheiße, haben wir nicht bekommen. Ja, Sparky-Modus wäre jetzt ganz cool. Wir sind echt mega im, wie heißt es, im Nachteil gerade mit der Gesundheit. Ja, ich glaube, wir werden verlieren hier. Ja, ich glaube, den Kampf haben wir verloren. Wenn der uns jetzt hier mit dem Final Ball erwischt, haben wir verkackt. Oh, wir konnten ausweichen, geil. Wir haben noch eine Chance, wir haben noch eine leichte Chance. Vielleicht jetzt mit schmutziges Feuerwerk. Ah, scheiße, konnte er ausweichen. Nochmal. Kampf vorbei. Okay, das ist ja so ein Time-Kampf. Ah, ich glaube, hier hätte es auch einen What-If-Zweig gegeben. Jetzt habe ich vergessen, mir die Kampfdetails anzuschauen. Shame on me. Aber gut, wir haben es trotzdem geschafft. Mal gucken. Jetzt müsste ja Son Goku kommen und Vegeta dankt dir ab in dieser Szene. Ja. Freezer, honki de yatta hou ga iize. Koits koso kisama no mottomo osorete ita. Super Saiyajin da. Das ist auch eine ganz krasse Szene gewesen, finde ich. Also für mich, glaube ich, die Freezer-Sage von allen, ja, mit einer der besten. Die Cell-Saga fand ich jetzt nicht so geil, persönlich. Buu-Saga war auch in Ordnung, aber ich glaube, die Freezer-Saga war schon mit am die geilste, meiner Meinung nach. Klar, erstes Mal Super Saiyajin, war schon geil. Als man das so als erstes Mal gesehen hat, als Kind, das war schon herrlich. So, das ist die Sicht aus Vegeta übrigens, ja? Dieser Episodenzweig oder das Episodenspiel, was ich hier mache. Und wenn wir jetzt sterben, dürfen wir ja gar nichts mehr sehen. Ja. So, das war die Planetname oder der Planet Namek Arc, die Freezer Saga. Die ist jetzt aus Sicht von Vegeta vorbei. Als nächstes kommt dann die Cyborg Cell Arc Saga. Ich glaube, da haben wir noch ein paar mehr Kämpfe mit Vegeta, der ja dann auch zum ersten Mal zum Super Saiyajin wird in dieser Saga. Also seid gespannt. Das war es jetzt erstmal mit dieser Folge. Das war die Freezer Saga aus Sicht von Vegeta. Und in der nächsten Folge geht es dann los mit der Cyborg Cell Saga aus Sicht von Vegeta. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.